Drei Produkte, die ich dieses Jahr für mich entdeckt habe, die ich nicht mehr missen will. Was die Produktneuheiten in 2023 betrifft, war dieses Jahr eher etwas mau. Die Hersteller hatten mit verschiedenen anderen Sachen zu tun, Rohstoffknappheit oder Umformulierungen, deswegen gab es nicht so den Coup. Aber es gibt dennoch drei Produkte, die ich dieses Jahr für mich entdeckt habe, die es schon länger gab oder die ich wiederentdeckt habe, die ich auf jeden Fall nicht mehr missen will, und die stelle ich dir in diesem Video vor. Trommelwirbel im wahrsten Sinne des Wortes hieß es bei uns dieses Jahr in der Aufbereitung. Wir haben gestartet mit einer Trommel vom Gartenschlauch, die hängt schon relativ lange dran, haben dann endlich mal den Geiz überwunden und haben uns eine Trommel für den Hochdruckreiniger geholt, damit das Kabel oder der Schlauch nicht mehr die ganze Zeit auf dem Boden liegt, und auch noch Kabeltrommeln für Strom. Finde ich einfach mega, es ist aufgeräumt, man zieht einmal dran, es ist weg, es ist sauber, es dreckt nichts ein, es liegt nichts rum, es muss nicht weggepackt werden. Mein Highlight, alle möglichen Schläuche und Kabel auf Trommeln. Na, wer weiß, was hier drin ist? Richtig, Polierpads. Dieses Jahr hieß es Black Beauty. Schwarze, ultrafeine Polierpads haben wir dieses Jahr für uns entdeckt. Gerade für Hochglanzleisten und Unischwarz oder generell Unilacke. Eine Revolution, könnt ihr mir glauben. Produkte findet ihr übrigens unten verlinkt zum Nachgucken und Nachkaufen. Jetzt geht's zu meinem Top-Produkt 2023 Nummer 3. Und dieses Produkt durfte ich auf der DECON wiederentdecken. Unter dem Stichwort Spot Detailing hat 3M und Meguiar's uns was vorgestellt. Und da ist ein Produkt, das Trisect 8000, ist ein Schleifpad in einer ganz feinen Körnung. Als Alternative, Ersatz oder Ergänzung zum Cutting-Poliergang, macht wirklich eine extrem schöne Oberfläche. Man kriegt einzelne Kratzer super raus und man spart sich viel Zeit und viel Politur. Wirklich mega, mega schön. Lässt sich extrem einfach aufpolieren, sodass man auch kein Problem mit Schleifriefen hat. Und das Coolste ist, man kann es auf der PXE anwenden, man kann es auf einem Schleifer anwenden oder sogar von Hand mit einem entsprechenden Handklotz, geht das auch für kleine Kratzer wunderbar. Trisect 8000 und dazu vielleicht noch eine Ergänzung Trisect 3000, danach 8000 und polieren, wenn es mal ein tieferer Kratzer oder Verletzung ist. Für mich wirklich dieses Jahr mega. Und wer sehen will, wie es angewendet wird, einfach mal hier oben klicken. Robert hat im E36 Projektvideo mal eine ganze Heckklappe damit bearbeitet. Dann könnt ihr euch es angucken. Ich übrigens auch, aber gönnen wir mal Robert den Fame. Was waren deine Top 3 Produkte 2023? Welche willst du nicht mehr missen? Schreib es mir doch mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Hau rein.